Der Titel sagt eigentlich alles. In der düsteren Zukunftswelt von Roadkill dienen Straßen nicht mehr als Verkehrswege, sondern als Schlachtfelder. Ob sie die über 30 Missionen als Entschuldigung für ihre virtuellen Fahrzeugmassaker nutzen oder im Survival- oder Deathmatch-Modus ungeniert ihrer Zerstörungswut frönen, bleibt ihnen überlassen. Ferner lockt der Titel mit zahlreichen auf den Strecken versteckten Upgrades und bekannten Rockklassikern aus dem Autoradio. Eine Deutschlandveröffentlichung ist noch unsicher. You mess with the wrong starting today. What more? Now, try to arrange them with the same number on the top face. Explosiv und hektisch geht es auch bei Bombastic alias Xigo zu. Wer vor der japanischen Version des komplexen Puzzlespiels zurückschreckt, findet vielleicht bei der englischsprachigen US-Fassung leichter den Einstieg. Unter Zeitdruck oder gegen Mitspieler rollen Sie Spielwürfel über ein Kästchenfeld. Haben Sie die richtigen Zahlen nebeneinander gesetzt, sollten Sie Ihre Figur schleunigst in Sicherheit bringen, bevor die komplettierte Würfelreihe in die Luft geht. Wer fordernde Reaktionsspielchen mag, ist mit den vielen Extras und Spielmodi für Monate versorgt. In der Reihe Sega Ages ist der quietschbunte Knuddelshooter Fantasy Zone jetzt für die Next Generation Konsole erhältlich. Vor einer aufpolierten 3D-Kulisse lenken Sie Ihr Mini-Raumschiff nach links und rechts, ballern auf Gegner und flitzen zwischen Hindernissen hindurch. Außerdem dürfen Sie im Upgrade-Laden neue Waffen für Ihr Fluggerät einkaufen. Und in der Galerie können Sie gegnerische Einheiten studieren. Interessant ist der Titel eigentlich nur für Nostalgiker. Selbiges gilt für Monaco GP, ein Urgestein der späten 70er. Aus der Vogelperspektive lotsen Sie Ihr Rennwägelchen der Richtungstasten über die Kurse. Um in einer Kurve die Übersicht zu behalten, müssen Sie die Kamera manuell um 45 oder 90 Grad drehen. Das hat mit Rennsimulation von heute nicht allzu viel zu tun, sondern wirkt eher wie ein Geschicklichkeitsspiel. Als Anschauungsbeispiel zum Thema »Das spielten unsere Eltern« ist der Titel ganz witzig. Als aufwendiger Import lohnt er wohl nicht. Ungewöhnliche Spielideen sollte man lieber gründlich ausarbeiten, sonst enden sie wie Chain Dive. Hier bewegen sie sich entlang eines vorgegebenen Pfades durch eine unspektakuläre 3D-Landschaft, indem sie sich an Plasmaseilen von Kristall zu Kristall schwingen. Gegner können sie einfrieren und ebenfalls als Schwungobjekte verwenden, um Kombos zu vollführen und Klüfte zu überwinden. Dieses Steuerungssystem erweist sich allerdings als recht widerborstig und frustriert auf Dauer. Mit Monster Hunter peppelt Capcom gerade ein actionorientiertes Online-Rollenspiel auf. Als Spieler dürfen Sie aus 8 Charakterklassen mit unterschiedlichen Talenten wählen und sich auf Monsterjagd begeben. Je nach Vorliebe allein oder mit bis zu 3 Mitstreitern. Ein Chat-System hilft bei der Koordination der Missionen, in denen Sie bisweilen riesigen Urviechern mit Hieb-, Stich- und Schusswaffen auf den Leib rücken. Genaue Veröffentlichungstermine sind noch nicht bekannt. Im Mittelpunkt von Shadow Hearts 2 steht der aus Teil 1 bekannte Gestaltenwandler Yuri. Auf der Dämonenjagd durch das frühe 20. Jahrhundert findet der Protagonist natürlich wieder einige illustre Mitstreiter, wie einen eitlen Vampir und einige hübsche Damen. Das ausgefallene Kampfsystem, in dem sie den Erfolg einer Aktion über eine Art Glücksrad erspielen, hat man etwas erweitert. Und die Figuren verprügeln einander lange nicht mehr so ungelenk wie im Vorgänger. In Japan soll das schaurig schräge Rollenspiel noch diesen Winter erscheinen.
Geschwindigkeit ist das Markenzeichen des Sega-Maskottchens Sonic. Auch Sonic Heroes besticht durch das bekannt atemberaubende Spielgefühl, das irgendwo zwischen Achterbahnfahrt und Bungee-Sprung anzusiedeln ist. Zum ersten Mal rennen, kullern und hechten sie nicht nur mit einer Figur durch die 3D-Welten, sondern mit vieren gleichzeitig. Um möglichst viele Levelabschnitte und Boni zu erreichen, müssen sie fliegen, zwischen den Helden wechseln und deren Spezialfähigkeiten nutzen. Vier Teams und Hintergrundstories versprechen einen hohen Wiederspielwert. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown. Head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start 2 large bore IVs. Get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing him. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. Mit Max Payne 2, The Fall of Max Payne, macht sich 2004 der wohl coolste Cop des PC-Universums daran, die Videospielewelt zu erobern. Wir haben einen näheren Blick auf das PC-Original des Action-Knüllers geworfen. Max, the roof's clear. Allow me to present Max Payne. Come on up. Mac, dearest of all my friends. Payne, you should get out of here. Nach einer kurzen Rückblende und einer Einleitung in typischen Comic-Sequenzen schaltet der Titel in Spielgrafik um und zeigt Max, wie er in einem Krankenhaus aufwacht und unter Halluzinationen leidet. Winterson. Schon anhand dieser ersten Szenen erkennt man den großen Unterschied zum indizierten Teil 1. Dank detaillierter 3D-Grafik, geschickten Kameraschwenks und exzellenten Sprechern vermittelt Max Payne 2 immer das Gefühl, dass man Teil eines spannenden Action-Thrillers ist. Die Kombination von Spiel- und Zwischensequenzen ist den Designern sehr gut gelungen. Did you do it? You killed her! No, I can't. Bei seiner Flucht aus dem Krankenhaus überschlagen sich die Ereignisse und maskierte Auftragskiller trachten ihm nach dem Leben. Im weiteren Verlauf des Spiels bekommt Max zum Glück immer mal wieder unerwartete Hilfe von anderen Spielfiguren. Beispielsweise verscheucht diese ältere Dame ungebetene Gäste mit einer Kostprobe aus ihrer Schrotflinte. He gave me no choice. This is my home. I have a right to defend it. Okay. Let's see that shotgun. Das Spielprinzip von Max Payne 2 basiert zu einem großen Teil auf Hollywood-reifen Action-Szenen. Dank Bullet Time, eine vom Spieler jederzeit einsetzbare Zeitlupenfunktion, übersteht Max aber so gut wie jede Schießerei mit Bravour und Eleganz. Zudem lassen sich nahezu alle Gegenstände in den Levels bewegen, umstoßen und in Brand setzen. Oder sie explodieren bei Beschuss und zersplittern in tausend Einzelteile. Schöne Effekte wie Regen oder spiegelnde Oberflächen setzen dem Detailreichtum die Krone auf. You led them here. Up to my place. We can take them there. There!
Sie haben sich an Maximus' erstem Zombie-Feldzug schon fast die Zähne ausgebissen? Das war doch noch gar nichts. Diesmal bekommt es ihr blauäugiger Held mit massiven Eisenmonstern zu tun. My name is Maximo. Einfallende Roboter setzen den warmblütigen Bewohnern des Reiches böse zu und verlangen vom Spieler Köpfchen, Ausdauer und geiziges Ressourcenmanagement. Während sie die stimmungsvoll gestalteten Levels durchlaufen, springen und kämpfen, ergattern sie Schätze, Ausrüstung und neue Schlagkombinationen für Maximo. Solche Belohnungen bieten natürlich einen Anreiz zum Weiterspielen, doch sie müssen erst mit viel Schweiß erkauft werden. Blutäugige Dämonen und Blechgerüste in allen Formen und Größen setzen dem Helden vehement zu. Und nur wer Maximus Repertoire an Manövern geschickt ausnutzt und regelmäßig aufrüstet, kommt an allen Puzzles, Fallen und bissigen Biestern vorbei. Letztere sind übrigens allesamt ziemlich witzig animiert, wenngleich die Grafik insgesamt nicht ganz mit den Genre-Spitzenreitern mithalten kann. Wenn alle Kräfte ihres normalsterblichen Helden erschöpft sind, dürfen sie zur rettenden Zaubermünze greifen und ihren Kumpel, den Sensenmann, einwechseln. Der Herr im zerfletteten Cape zückt dann mal locker die Klinge und räumt auch hartnäckigeren Widerstand beiseite. Natürlich können Hiebe und Bisse gevatter Tod nicht viel anhaben. Maximus Energieanzeige hingegen sollten sie ständig im Auge behalten. Auch kleine Patzer kosten ihn schnell ein Bildschirmleben und nach einem unehrenhaften Abgang ist der letzte Rücksetzpunkt meist ein Stück entfernt. Sie sollten Capcoms anspruchsvollen Oldschool-Hüpfer also nur dann ernsthaft ins Auge fassen, wenn sie eine gute Portion Ehrgeiz und Geduld auf Lager haben. You have to go find who's doing this. Right, and I'll go track that girl back to her village. You must rescue those souls! Tell me, where can I find your master? Schlechte Nachrichten für die ausgehungerten Vampirfans unter ihnen. Sie werden noch einige Wochen darben müssen, denn entgegen den bisherigen Plänen lässt Eidos sein untotes Heldenduo wohl noch bis Frühjahr 2004 im Kerker schmoren. Damit geht Raziel und Kane zwar, zumindest in Deutschland, das angepeilte Weihnachtsgeschäft durch die Lappen, aber das dürfte weniger schmerzlich sein, als in einem halbgaren Produkt ans Tageslicht gesetzt zu werden. Lassen wir den Entwicklern also noch etwas Zeit für den letzten Feinschliff. Obwohl Defiance bereits jetzt nach einem echten Grafikjuwel aussieht, und verkürzen wir uns die Wartezeit mit einigen schicken neuen Vorschauszenen. Zum ersten Mal im Rahmen dieser Serie bieten Blutsauger Kane und Seelentrinker Raziel einem gemeinsamen Feind die Stirn. Ihre Wege pflastern wieder einmal die Körper ganzer Heerscharen von Widersachern. Schließlich müssen beide ihre Zedil-Elixier gegen Kräften bleiben. Wenn Kane so richtig den Magen knurrt, macht er nicht einmal vor gefesselten Jungfrauen Halt. In körperlicher Bestform können die Helden nicht nur Wände erklimmen, über Abgründe segeln und Hiebe austeilen. Sie vermögen Angreifer auch per Geisteskraft wie Marionetten durch die Luft zu schleudern und mitten in der Schwebe mit ihren Schwertern zu bearbeiten. Damit in den wilden Schlachten die Übersicht nicht verlustig geht, folgt die Kamera in Defiance den Helden erstmals automatisch. Die vorprogrammierten Bahnen und Winkel sollen zum einen das Geschehen in stimmungsvolles Licht rücken, zum anderen sollen sie das Spielerauge innerhalb der riesigen, verschwenderisch dekorierten Schauplätze auf rätselrelevante Gegenstände lenken. Einige Hindernisse lassen sich relativ problemlos aus dem Weg räumen. Gelegentlich müssen sie jedoch wieder in der Rolle von Raziel zwischen zwei Dimensionen wechseln, um den Zugang zu neuen Arealen zu öffnen. Apropos Zugang. Die Geschichte fällt diesmal hoffentlich etwas durchsichtiger aus als in den verwirrenden Vorgängern.
Haben Sie schon mal versucht, in einem einsetzenden Hagelschauer unbehelligt vom Auto zur Wohnungstür zu gelangen? So ähnlich ergeht es dem Helden von Kill Switch, nur dass ihm statt Eisklümpchen Kugeln um die Ohren sausen. Die 6 actiongeladenen Missionen aus dem Hause Namco spielen sich im Prinzip ähnlich wie die bekannten Lightgun-Shooter des Herstellers. Als schwer bewaffneter Einzelkämpfer flitzt man von Deckung zu Deckung und darf sich nur kurzzeitig in die Schusslinien des Gegners wagen, um deren Salven zu erwidern. Im Gegensatz zu Lightgun-Spielen betrachtet man seine Figur dabei aus der Verfolgerperspektive. Und man kann natürlich selbst entscheiden, hinter welchem Trümmerhaufen, Möbelstück oder Fahrzeugteil man als nächstes in Deckung geht. Da diese Verstecke oft jämmerlich niedrig oder dünn sind, gestaltet sich das Katz-und-Maus-Spiel ziemlich nervenaufreibend. Unser Held übersteht nur wenige direkte Treffer, weshalb sich die Wahl der richtigen Route und gutes Timing als lebensnotwendig erweisen. Frontal draufhalten ist nicht drin. Während sich der Held Meter für Meter voranarbeitet, findet eine Reihe von genreüblichen Gerätschaften ihren Weg in seinem Besitz. Vom MG und Scharfschützengewehr bis zum Granatenwerfer. Um unnötige Schießereien zu vermeiden, sollte man sich gut überlegen, welches Kaliber für welche Situation taugt. Hinter all der Action verbirgt sich übrigens eine verzwickte Geschichte, die Stück für Stück in Form von Flashbacks aufgerollt wird. Wir sind gespannt. Kill Switch. Haben Sie auch schon mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen, über das Sie sich so gar nicht freuen konnten? Diesen jungen Prinzen hier hat es noch wesentlich schlimmer erwischt, denn zur Feier des Tages wird er von seinem machthungrigen Berater kurzerhand mumifiziert. Zum Glück unterbricht der junge Kämpfer Sphinx die Zeremonie, was weitreichende Folgen hat. Fortan wandert der ehemalige Prinz als unsterbliche Mumie durch die ägyptischen Gemäuer und versucht gemeinsam mit Sphinx, den Fluch rückgängig zu machen. Ausgangspunkt für THQs spaßiges Abenteuer ist eine Stadt, in der Sphinx von den Einwohnern verschiedene Aufträge erhält. Die folgenden Missionen meistern sie durch Arbeitsteilung. Während der athletische Krieger viel klettern und gegen die unterschiedlichsten Gegner kämpfen muss, brilliert die Mumie bei kniffligen Rätselabschnitten. So können sie die wandelnde Mullbinde unter Strom setzen, um Schalter zu betätigen, sie anzünden, um Holzbarrieren zu beseitigen, oder sie in eine abgemagerte Fledermaus verwandeln. An anderen Stellen müssen sie sogar einen brennenden und einen zweidimensionalen Klon zu Hilfe rufen, um komplexe Schalterrätsel zu lösen. Sphinx mag es da wesentlich handfester. Er teilt kräftig mit einem wuchtigen Schwert aus und benutzt ein Blasrohr, um Schalter zu betätigen. Im Vordergrund steht aber das Einsammeln hilfreicher Artefakte und Schlüssel. Wer von der Tempelerforscherei genug hat, kann sich in der Stadt übrigens auch an kleinen Minispielen versuchen. Die Animationen sind dabei jederzeit super und die ehemals vorhandenen Slowdowns wurden fast vollständig beseitigt. Wie schnell sich ein tropisches Inselparadies in eine grüne Hölle verwandeln kann, wissen wir ja spätestens seit Jurassic Park. In Far Cry sind einem allerdings keine geifernden Urviecher auf den Fersen, sondern bis an die Zähne bewaffnete Warmblüter. Was dieser angriffslustige Söldnerhaufen auf dem Eiland treibt, müssen Sie selbst herausfinden.
in der Rolle eines gewissen Jack Carver. Der sollte eigentlich nur eine hübsche Reporterin hier absetzen, findet sich allerdings unversehens in einem Regen von Granaten und MG-Kugeln wieder. Boot versenkt, Kundin verschollen, der Tag kann nur noch besser werden. Diese Aufnahmen stammen übrigens von der PC-Version, aber wir glauben kaum, dass Ubisoft sich das Videospielerpublikum langfristig durch die Lappen gehen lässt. Schließlich sollten schon die ersten Ausschnitte aus dieser bleihaltigen Dschungelexpedition den Puls eines jeden Ego-Shooter-Fans in die Höhe treiben. Das unübersichtliche Terrain ist wie geschaffen für Hinterhalte. Und dank der vielen Hilfsmittel hat man auch als Ein-Mann-Armee eine Chance gegen die in Gruppen agierenden Gegner. Mit der entsprechenden zusammengeklauten Ausrüstung kann man die Soldaten auch über große Distanzen belauschen oder ins Visier nehmen. Fahrzeuge darf man jedoch nicht nur zerbomben, sondern auch selber steuern. Sie möchten noch mehr sehen? Bitte sehr. Unter unseren Specials finden Sie den offiziellen Trailer. Well met again, adventurer. Lange keine rassige Amazone mehr an Land gezogen? Dann wird's aber wieder mal Zeit für einen Abstecher an die Schwertküste bzw. in die Stadt Baldur's Gate, wo es von exotischen Figuren nur so wimmelt. Doch sehen Sie sich vor, in Dark Alliance 2 streckt wieder einmal ein mächtiger Bösewicht seine Finger nach der berüchtigten Forgotten Realms Metropole aus. Andererseits bietet sich damit die perfekte Gelegenheit, sich als furchtloser Retter eine goldene Nase zu verdienen. Bevor Sie Ihre Heldenlaufbahn antreten, wählen Sie eine passende Hülle für Ihr Bildschirm-Ego. Und zwar mit Bedacht, denn jeder der fünf Charaktere spielt sich anders und vermag Tricks zu lernen, die den anderen verwehrt bleiben. Während sich ein Totenbeschwörer oder eine Priesterin zum Beispiel magischer Fähigkeiten bedienen, verlässt sich unser Barbar lieber auf handfeste Verteidigungsinstrumente. Danach dürfen Sie nach Herzenslust Verliese erforschen, Schatzkammern plündern und Unmengen von Monstern zerkleinern. Nennenswerte Puzzles finden sich nicht. Allerdings müssen Sie oft Strategien austüfteln, um an besonders gefährlichen Kreaturen vorbeizukommen. Burn! Insgesamt lotst Sie die Story recht geradlinig durch die über 50 abwechslungsreichen Levels. Gelegentlich dürfen Sie aber vom roten Handlungsfaden abschweifen, um gewinnbringende Nebenaufgaben zu erledigen. Bildschirmbastler werden von dem neuen Aufrüstungssystem begeistert sein. So können Sie nun Rüstungen und Waffen mit entsprechenden Steinen in magische Artefakte verwandeln. Wie schon im Vorgänger besteht zudem die Möglichkeit, das ganze Abenteuer gemeinsam mit einem Freund in Angriff zu nehmen. Das ausgewogene Gameplay, die ruckelfreie Edeloptik und die stimmungsvollen Soundeffekte machen den Titel zu einer Top-Empfehlung für Genrefans. Das hier ist nicht James Bond, auch nicht Sam Fisher oder gar Solid Snake. Der Name dieses Tausendsassers hier lautet Ethan Hunt. Während der Spion zuletzt im Kino von einem charismatischen Tom Cruise verkörpert wurde, bleibt mangels entsprechender Lizenz auf der Konsole eine austauschbare Standardfigur übrig. Und dieser Eindruck trifft auf das komplette Action-Adventure zu. Es spielt sich ordentlich und sieht nicht schlecht aus, aber wirkt wie ein profilloser Abklatsch bereits erschienener Genre-Referenzen. Auf Zehenspitzen, geduckt oder an Mauern gepresst, huscht Ethan durch 25 Spielabschnitte, um die gefährliche Soma-Organisation zu sabotieren. Wie die meisten Videospielagenten muss er seine Umgebung im Verborgenen auskundschaften, Maschinen lahmlegen oder Wachposten überwältigen und außer Sichtweite hieven.
Dabei darf er ausgiebig von den Mission Impossible-typischen Spezialgeräten Gebrauch machen. So hangelt er sich mit Hilfe einer Drahtseilwinde über die Köpfe seiner Gegner hinweg, spioniert ihnen mit einer ferngesteuerten Kamera nach oder öffnet Durchgänge mit Hilfe eines Schweißgerätes. Wenn Ethan schon schießen muss, dann möglichst ohne großes Aufsehen zu erregen. Am besten mit der Betäubungspistole oder gleich mit dem Fotoapparat. Anhand von Digitalbildern können später Gesichtsmasken erstellt werden, mit denen man problemlos an Gegnern vorbeikommt. Bingo. Gute Arbeit, Ethan. Bling! Doch so prall die Ausrüstungstasche auch gefüllt ist, es mangelt dem Gameplay an Einfallsreichtum und Komplexität. Lösungswege sind sehr linear vorgezeichnet und Schlüsselereignisse manchmal recht plump vorprogrammiert. Das Mädchen ist ein echtes Problem. Wir müssen Iceworm in unsere Gewalt bringen. Auch die Präsentation ist eher zweckmäßig als fesselnd. Somit bietet Operation Soma zwar solide Schleich-Action, kann Konkurrenten wie Splinter Cell jedoch nicht das Wasser reichen. Serienerweiterung, mit der wohl kaum jemand gerechnet hätte. In den USA werden demnächst einige neue Episoden zur kitschig-kultigen Science-Fiction-Saga Kampfstern Galactica ausgestrahlt. Noch bevor die Miniserie in Deutschland landet, dürfen sie sich bereits von Vivendi Universal in die Konsolenschlacht gegen die Zylonen schießen lassen. Als Kadett Adama schwirren sie in ihrem wendigen Jäger durchs All, um den Raumkreuzer Galactica nach Kräften gegen die feindliche Übermacht zu verteidigen. Die Darstellung von Monden, Planeten, Asteroidengürteln und Raumschiffflotten ist flüssig und stimmungsvoll. Reger Funkverkehr und gute Soundeffekte ergänzen die packende Atmosphäre. Um die Weltraumgefechte wirklich genießen zu können, sollten Sie jedoch nicht nur Begeisterung für die Kultfernsehserie mitbringen, sondern auch viel Geduld und spielerisches Können. Selbst wenn Sie die komplexe Steuerung gemeistert haben, ist der Schwierigkeitsgrad der Aufträge richtig knallhart. Da es innerhalb der umfangreichen Missionen keine Rücksetzpunkte gibt, ist man oft gezwungen, lange Passagen mehrfach zu spielen, und das geht gewaltig an die Nerven. Sollten Sie also noch keinerlei Erfahrung mit Shootern oder Flugsimulationen gesammelt haben, müssen wir Ihnen von Battlestar Galactica leider abraten. Wenn Sie jedoch genug Ehrgeiz besitzen, um ein und denselben Großeinsatz zur Not auch 10-mal hintereinander neu zu starten, dann dürfen Sie sich auf gute, nervenaufreibende Action-Unterhaltung freuen. We're under fire. Watch our backs. Cylon forces are compromised. Reinforcements are required. Schon immer wissen, wie ein frisierter VW bei 200 Sachen und mit angezogener Handbremse in den Kurven liegt? Bevor Sie jetzt in die Garage schleichen und Sohnemanns Golf einen Heckspoiler anlöten, drehen Sie doch erst einmal eine virtuelle Proberunde durch die Straßen von Need for Speed Underground. Wie in den vorigen Teilen der Serie geht es auch diesmal darum, bei illegalen Wettrennen sein fahrerisches Können zur Schau zu stellen und dabei ganz nebenbei einen Heidenspaß zu haben. Das Wort Bremsen scheint im Vokabular von EA's Asphalt-Rowdies eine untergeordnete Rolle zu spielen. Straßensperren, Zugwaggons oder hochgezogene Brücken fallen jedenfalls nicht in die Kategorie ernstzunehmende Hindernisse. Ellenbogenmanieren bringen sie auf ihrer Untergrundkarriere jedoch nur bedingt voran. In den Driftrennen müssen sie zum Beispiel viel Gefühl beweisen, um ihren Wagen kontrolliert um die Kursbiegungen schlittern zu lassen. In den Drag-Wettbewerben wiederum bringt sie nur akkurates Schalttiming als Erster ins Ziel. Die Steuerung der Boliden funktioniert dabei hervorragend und das Design von Strecken und Fahrzeugen ist ein Traum.
Trotzdem führt der schicke Arcade-Titel ein paar Mankos im Schlepptau. So kann man im Karrieremodus beispielsweise keine Fahrzeuge sammeln, sondern lediglich den alten Wagen gegen einen besseren eintauschen. Außerdem führen alle Kursvariationen durch dasselbe Großstadtgebiet. So beeindruckend all die glitzernden Gebäude und spiegelnden Pfützen gelungen sind, irgendwann wünscht man sich doch etwas Abwechslung. Außerdem hat der ganze Grafikbombast seinen Preis. Die Rennen laufen zwar schnell, aber nicht flüssig. Mit 25 Frames pro Sekunde ist die Bildfrequenz meist noch im halbwegs akzeptablen Bereich. Doch oft sinkt sie tiefer und das Spiel gerät ins Stottern. Ärgerlich, denn ansonsten bietet Need for Speed Underground super Unterhaltung im Einzel- und im Mehrspielermodus. Wenn man im heißen Hawaii zu Besuch ist und kein Wasser im Pool findet, hilft nur eines: Fahrtwind. In Tony Hawk's Underground bläst den Skatern eine frische Brise um die Nase, wenn sie mit tierischer Geschwindigkeit durch die Szenarien rasen, sich an vorbeifahrende Autos hängen und coole Stunts zum Besten geben. Schwitzige Finger bekommt da allenfalls der Spieler. Der fünfte Tony Hawk-Ableger bietet einmal mehr riesige Szenarien, in denen sich fast überall halsbrecherische Tricks und Grinds vollführen lassen. Neu ist, dass die Schauplätze diesmal wesentlich authentischer sind und sie im Rahmen einer echten Story verschiedene Herausforderungen bestehen müssen. So gilt es unter anderem, den Motor eines Autos hochzujagen und den Karren anschließend im Hafen zu versenken. Hin und wieder dürfen sie sogar an Skate-Wettbewerben teilnehmen, um sich dort mit eindrucksvollen Stunts Sponsorenverträge zu sichern. Freestyler können sich zudem überall in den Straßenzügen mit Passanten unterhalten, die kleinere Aufträge vergeben. What up, Eric? Hey, help me out here. I was just skating, minding my own, and the dealers grabbed my... Doch Tony Hawk's Underground hat noch wesentlich mehr zu bieten. So hat man die Möglichkeit, seine eigenen Tricks zu kreieren, einen Skaterpark zu bauen und beim Skaten nach Belieben vom Board abzusteigen. Auf diese Weise darf man selbst den Ausgangspunkt für seine Kombos festlegen und höher gelegene Orte erreichen. Ansonsten begeistert der Activision-Titel durch erstklassige Animationen, stimmungsvolle Szenarien, einen tollen Soundtrack und spaßige Zweispieler-Modi. Für PlayStation 2-Besitzer hält Activision zudem ein ganz besonderes Feature parat. Per Face Mapping kann man sein Gesicht auf den erstellten Charakter projizieren und somit persönlich zeigen, wer der King im Revier ist. Well, I just got my ride all set up. Sort of. Looks like that thing's held together with duct tape. Let's go skate. Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, bei Sonnenaufgang. Schaut nach Osten. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Gandalf. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Für den König! Wer sich im vergangenen Jahr erfolgreich durch EAs Action-Knüller die zwei Türme gemetzelt hat, war noch nicht vollends befriedigt, als der Abspann lief. Abgesehen von der zu geringen Spieldauer wird echte Herr-der-Ringe-Veteranen gewurmt haben, dass Sauron immer noch am Leben und der Ring nach wie vor nicht vernichtet war. In dem EA-Titel Die Rückkehr des Königs können Action-Fans jetzt endlich da weitermachen, wo das Spiel und der zweite Kinofilm endeten, und haben dadurch die Möglichkeit, den Filmcharakteren bei der Zerstörung des Rings zuvorzukommen. Ein großer Krieg wird kommen, und Rohan wird Gondor von Norden her zu Hilfe eilen. Unbehelligt vom geläuterten Isengard. Aragorn muss in die Dunkelheit hinabsteigen, um eine Armee in die weiße Stadt zu führen, die selbst Sauron fürchtet. Auch Pippin und ich eilen nach Minas Tirith, denn die Stadt ist der Amboss, auf dem wir Saurons Horden schlagen müssen, um Zeit zu gewinnen.
Die zweite Videospielumsetzung der kultigen Filmtrilogie gewährt Fans der Serie schon vor dem Kinostart des dritten Teils Einblicke in dessen Story und Schauplätze. In gewohnt erstklassiger Präsentation wird die Geschichte erst in Film und dann in Renderszenen erzählt. Genauso fließend ist der Übergang zum eigentlichen Gameplay und plötzlich befindet man sich mittendrin in der Schlacht um Minas Tirith. Männer Gondors, wir müssen diese Kreaturen zurückführen. Das Schicksal der weißen Stadt liegt in unseren Händen. Wenn man sich mit Gandalf, Legolas und den anderen Helden der Saga durch die Originalfilmschauplätze kämpft, muss man unter anderem Katapulte bedienen, Feuertöpfe umschmeißen und Leitern umstoßen. Hauptsächlich ist jedoch wildes Knöpfedrücken angesagt, um gegen die Massen an Ork-Horden zu bestehen. Jeder Charakter verfügt dabei über einen Tritt sowie eine Nah- und eine Fernwaffe und erkämpft sich Erfahrungspunkte, die man später in wirkungsvolle Kombos investieren kann. So beeindruckend das actionreiche Spielgeschehen ist, so frustrierend ist es oft auch. Die ungünstige Kameraführung und die von allen Seiten heranstürmenden Gegner rauben einem häufig die Übersicht, die wenigen Rücksetzpunkte schließlich den letzten Nerv. Zudem lassen sich gute Kombos schon durch das Dauerdrücken einer einzigen Taste auslösen und die computergesteuerten Mitstreiter verhalten sich teilweise strohdumm. Dafür sind Atmosphäre, Sound und Technik bis auf gelegentliche Ruckler einfach super. Ein echtes Highlight ist der neue Kooperationsmodus, in dem sie den Orks zu zweit die Hölle heiß machen können. Wer von der gigantischen Atmosphäre nicht genug bekommen kann, findet einen eindrucksvollen Trailer in der Special-Rubrik. Rezeptor, Gebiete. Es hat begonnen. Die Kraft wächst bereits. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Wir werden euch nicht enttäuschen, Herr. Der Preis des Versagens wäre Armageddon. Gott? Ja, auch in diesem Monat gilt es wieder, eine gewaltige Verschwörung aufzudecken und einen Größenwahnsinnigen zu stoppen. Doch anders als in vielen Videospielen sind in Baphomets Fluch 3 keine Kampfkünste, sondern Köpfchen und Muskelkraft gefragt. Letztere für die zahlreichen Schiebe und der Kopf für die Adventure-typischen Kombinationsrätsel. Stell dich bitte auf die Platte mit dem Fisch. In der Fortsetzung der PS1-Klassiker steuern sie den Anwalt George und die Journalistin Nico abwechselnd durch stimmungsvolle Umgebungen. Die Story wird durch spannende Zwischensequenzen und viele witzige Dialoge vorangetrieben, in denen sie häufig auch erfahren, wie sie als nächstes vorgehen müssen. Der Scheinwerfer war heiß genug, um die Schminke zu schmelzen. Oft kommen sie weiter, indem sie Kisten verschieben und Gegenstände einsammeln, die sie an bestimmten Stellen im Spiel sinnvoll einsetzen können. Damit ihnen die Rätsel dabei kein Kopfzerbrechen bereiten, weisen blinkende Lichter auf Aktionsmöglichkeiten hin. Ich hatte die Hoffnung, dass die geschmolzene Schminke als Schmiermittel funktionieren würde. Absolute Adventure-Cracks wird Baphomets Fluch 3 sicherlich nicht allzu lang an die Konsole fesseln. Gelegenheitsspieler haben aber ihren Spaß damit. Die unterschiedlichen Rätsel sorgen für Kurzweil und kleine Geschicklichkeits- und Kletterpassagen für Abwechslung. Letztlich runden die tollen Animationen, die deutsche Synchronstimme von Akte X-Agentin Scully und die gelungene Präsentation das vergnügliche Abenteuer ab.
Wenn da nur nicht diese langen Ladezeiten wären. Eine Falltür war in den Boden eingelassen. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Helden, die was auf sich halten, ziehen normalerweise gegen Dämonenfürsten oder größenwahnsinnige Tyrannen in die Schlacht. Zurzeit hat das Universum allerdings nichts Aufregenderes zu bieten als einen entführten Spielzeugprototyp. So hat es zumindest den Anschein. Aber was soll's, wenn einem ein neues Raumschiff, coole Hightech-Ausrüstung und frischer Abenteuerwind um die Ohren versprochen wird, lässt man sich auch mal zu einer Kuscheltierrettungsmission breitschlagen. Das Design der riesigen, quicklebendigen Fantasiewelten, durch die Ratchet und Rotterfreund Clank hüpfen, klettern, tauchen, hangeln oder fliegen, dürfte Kennern des ersten Teils bekannt vorkommen. Fast zu bekannt. Doch auch wenn sie nicht allzu viel Neues bieten, sind die Levels umwerfend schön umgesetzt. Das Duo wird sprichwörtlich überschüttet mit witzig animierten Bösewichten, ausgefallenen Waffen und Gimmicks wie einer zielsuchenden Diskusscheibe oder einer Gravitationskanone, und alle begleitenden Animationen, Effekte und Sounduntermalungen können begeistern. Minispiele wie Weltraumschlachten, versteckte Boni und Armeen von Gegnern bieten krachende Unterhaltung en masse. Und wenn Clanks Blechgehilfen auf Kommando Brücken zusammenzimmern oder Angreifer Codes schließen, kann sich wohl niemand ein Schmunzeln verkneifen. Nur einen Haken hat der Titel, er ist verdammt schwer. Schon früh rücken einem zähe Widersacher zu Leibe, an denen man sich ohne die richtige Ausstattung die Zähne ausbeißt. Außerdem mangelt es an Rücksetzpunkten. Schade, denn in jeder Hinsicht schießt Sonys putziger Actionknaller weit über die Hitmarke hinaus. Was Sie getan haben, Officer Jones, war so blöd zu sein, die Geisterkammer zu leeren. Sie haben eine Schar Geister freigelassen. Ein hübsches Süppchen hat er sich da eingebrockt, unser schusseliger Held Lazarus Jones. Ein kleines Missgeschick hat Schwärme von wütenden Geistern und Mutanten aus der Astralwelt ins Reich der Lebenden zurückgeschickt. Und einer davon hat sich auch noch Jones' Partnerin gegriffen. Anfangs läuft es einem schon ziemlich kalt den Rücken herunter, wenn in einem nebligen Sumpf oder verwitterten Korridor plötzlich geisterhafte Gestalten vor einem auftauchen. Trotzdem lauert unter der Oberfläche von Ghost Hunter nicht das subtile Grauen eines Silent Hill oder Resident Evil. Dafür ist die Story etwas zu humoristisch gehalten und das Gameplay zu actionlastig. Die meiste Zeit verbringen sie nämlich damit, angreifende Gegner durch Dauerbeschuss so weit zu schwächen, dass sie sich von ihnen einfangen lassen. Hat sich ein Monster in der realen Welt materialisiert, so können sie es mit einfachen Kugeln verwunden. Gegen Astralwesen müssen sie spezielle Waffen einsetzen. Keine Munition mehr. An bestimmten Punkten können sie selbst in die Rolle einer freundlichen Astralgestalt schlüpfen, die in der Lage ist, Fähigkeiten besiegter Gegner zu erlernen. So lösen sie Rätsel, indem sie beispielsweise durch Wände fliegen, während Polizist Jones lediglich Gegenstände zerschießen oder Schalter drücken darf. Ghost Hunter bietet also weniger gediegenen Horror als vielmehr stimmungsvoll präsentierte Action-Adventure-Kost. Und falls Ihnen Lazarus' deutsche Stimme bekannt vorkommt, die stammt vom Synchronsprecher von Brad Pitt. Ich soll dir glauben, dass all das hier von Gespensterenergie angetrieben wird? Musik.
Mit spaßigen Flugsimulationen kennen sich die Leute hinter Secret Weapons Over Normandy aus. Ihre PC-Klassiker X-Wing und TIE Fighter aus dem Star Wars-Universum gelten unter Genrefans als legendär. Ihr aktueller Konsolentitel spielt zwar vor der historischen Kulisse des Zweiten Weltkrieges, setzt aber ebenfalls auf leicht zugängliche, explosionsreiche Flug-Action. Eine Runde durch das gelungene Tutorial macht sie mit der Steuerung so weit vertraut, dass sie die originalgetreu nachgebildeten Kampfmaschinen bald gut im Griff haben sollten. Trotzdem sind die folgenden Luft- und Luftbodenkämpfe kein Zuckerschlecken. Der Schwierigkeitsgrad der 30 Missionen und Bonusaufträge ist richtig deftig geraten. Glücklicherweise stehen Ihnen auch zwischen kürzeren Teilabschnitten Rücksetzpunkte zur Verfügung und gründliche Spieler werden mit vielen Bonusmaschinen und Upgrades belohnt. Hat man sich einmal durch die zähe Anfangsphase durchgebissen, motivieren die vielen Extras und die spannenden Herausforderungen enorm. Außerhalb der Kampagne können Sie sich im Instant-Action-Modus abreagieren oder im Splitscreen-Modus einen Freund durch die Wolken jagen. Schade nur, dass die Luftgefechte optisch nicht allzu viel hermachen. Flugzeuge und Umgebungen sind zwar recht nüchtern und detailarm dargestellt, dennoch stören des Öfteren Ruckelanfälle den Spielfluss. Dafür bemüht sich LucasArts um eine stimmungsvolle Sounduntermalung und hat für die deutsche Sprachausgabe bekannte Kinofilmstimmen organisiert. Die lokalisierte Fassung lag uns zum Testzeitpunkt leider noch nicht vor. Suchst du etwa Streit? Ja? Ja? Oh, jetzt habe ich aber Angst. Was ist? Moment mal. Hör gefälligst auf, mir hinterher zu schwimmen. Was redest du auf einmal? Du wolltest mir doch zeigen, wo das Boot hin ist. Pünktlich zum Start des gleichnamigen Films steht das Spiel Findet Nemo in den Regalen. Während der Trickfilm mit seiner tollen Technik und den witzigen Animationen auch ältere Zuschauer ins Kino lockt, ist das THQ-Spiel hauptsächlich für die jüngere Zielgruppe gedacht. So gilt es, auf der Suche nach dem Meeresbewohner Nemo zahlreiche Geschicklichkeitsaufgaben und Wettrennen zu meistern. Wenn man gerade mal nicht Steine sammeln oder vor einem Hai fliehen muss, kann man sich an der putzigen Präsentation und Originalszenen aus dem Kinofilm erfreuen. Hallo. Lange bevor digitale Animationsstudios mit ihren Filmen die Kinoleinwände stürmten, räumten diese beiden handgezeichneten Gallier in Kinos und Buchläden ab. Und wie in den Comicvorlagen wird auch im aktuellen Videospiel um das Duo gedroschen und gekloppt, dass die Römerhelme nur so fliegen. Rätselaufgaben, die eine Zusammenarbeit zwischen den Helden erfordern, bieten zwischendurch etwas Abwechslung. Doch der antiken Massenkeilerei geht schnell die Luft aus und an der mittelmäßigen Grafik hat man sich ebenfalls bald satt gesehen. Ähnlich einfallslos ist das neue Bildschirmabenteuer von Bugs Bunny und Daffy Duck. Das altgediente Comic-Pärchen hoppelt und watschelt einmal mehr durch relativ karge Levels, hortet Münzen und plättet Gegner. Für jemanden, der zum ersten Mal ein Gamepad in die Hand nimmt, mag das ganz spaßig sein. Jedem erfahrenen Jump-and-Run-Spieler wird der Titel jedoch nur ein müdes Gähnen entlocken. Treue Fans dürfen immerhin über humorvolle Videosequenzen und nette Bonus-Features schmunzeln. Letztere sind allerdings nur teilweise eingedeutscht. Sieh dir mal das Fahrgestell von der Puppe an. Während erwachsene Spieler mit Aragorn und Frodo Orks malträtieren, dürfen die Jüngeren im Vivendi-Titel Der Hobbit mit Bilbo Beutlin erste Abenteuer-Gehversuche wagen. In der Vorgeschichte zum Herrn der Ringe durchstreift man Bilbos Heimatort und erledigt diverse Aufgaben, bevor man sich auf Entdeckungsreise durch Mittelerde machen darf. Vor farbenfrohen Kulissen sammelt der Held Kristalle und Schätze, überwindet Hindernisse und bekämpft Monster. Mangels Übersichtskarte fehlt dabei gelegentlich die Orientierung und die Präsentation ist etwas angestaubt. Für Einsteiger trotzdem ein netter Zeitvertreib. Er senkt ihn! Ravenclaw liegt 50 Punkte in Führung!
Fantastisch geht es auch in EA's Quidditch-Weltmeisterschaft zu. Denn hier werden Harry Potter-Veteranen auf einen Besen gesetzt und mitten in packende Quidditch-Turniere gezaubert. Die gelungene Präsentation des Spiels spricht aber nicht nur Fans der Buch- und Filmvorlage an. In dem Titel müssen sie zunächst in Hogwarts und später in der ganzen Welt Kugeln durch Torringe schleudern. Über Bonuskarten lernen sie Spezialmanöver kennen, die den Gegner alt aussehen lassen. Zum Schluss geht es wie in den Vorlagen auf die Jagd nach dem goldenen Schnatz. Den Preis für die obskurste Story verleihen wir in diesem Monat Koei's Naval Ops. In dem Actionspiel gelangen sie mit einem Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg in eine Parallelwelt, in der sich Rebellen gegen das scheinbar übermächtige Imperium durchsetzen müssen. In den folgenden Missionen sollen sie Verbündete eskortieren, U-Boote jagen und feindliche Schiffe sowie Flugzeuge pulverisieren. Die Physik ihres Kahns gleicht dabei einem Autoscooter und die Optik ist super trist. Dafür können sie ihr Kriegsschiff mit unzähligen, teils futuristischen Waffen aufrüsten. Im Schneematsch machen Volleyball, Murmelspiele oder Kartrennen nicht allzu viel Spaß. Da amüsiert man sich lieber auf dem Sofa mit Sonys Partyspielpäckchen My Street. Die Spieler schlüpfen in die Rollen quirliger Kids, deren Aussehen man selbst gestalten kann. Dann dürfen in einem simulierten Wohnviertel diverse Wettbewerbe ausgetragen werden. Bei den 6 anwählbaren Games handelt es sich um niedliche Varianten bekannter Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele. Nicht sehr innovativ, aber im Mehrspielermodus recht unterhaltsam. Hoffentlich füllt sich auch bald die Online-Arena. Warum trägt man nicht alle Konflikte einfach in einem Wettrennen aus? Crash und sogar Dr. Neocortex demonstrieren, dass man auch im Kampf gegen einen fiesen Imperator seinen Spaß haben kann. Auf bunten Wägelchen sausen sie durch lustige Fantasieareale und tricksen dabei ihre Rivalen mit Boosts, Raketen und anderen Boni aus. Gerade im Mehrspielermodus mit bis zu 4 Teilnehmern spielt sich der Titel recht amüsant, wenn auch nicht so flott, wie man sich das wünschen würde. Auch der Funracer von THQ macht im Mehrspielermodus viel Spaß und läuft dabei super flüssig. Einzelspieler werden mit Hot Wheels aber nicht allzu viel Freude haben. Die Steuerung ist sehr träge und die Strecken sind recht unspektakulär. Daran können auch Loopings und Sprungschanzen nichts ändern, die unter anderem zum Aufladen des Turbos dienen. Wer 25 Euro für kurzweilige Rennen mit einem tollen Geschwindigkeitsgefühl übrig hat, kann zugreifen. Denkt man an den Filmerfolg Tiger and Dragon zurück, so erinnert man sich an schöne Landschaftsbilder und elegante Kampfszenen. Mit beidem geht Ubisofts Begleitspiel jedoch leider recht sparsam um. Während sie den 3 Handlungsfäden der Hauptfiguren folgen, liefern sie sich unmotivierte Faust- und Fechtkämpfe vor leblosen Kulissen. Die schön präsentierten Endgegner-Duelle trösten leider nicht über das öde Füllmaterial dazwischen hinweg. Das ist angesichts der langen Entwicklungszeit des Lizenztitels umso trauriger. Wenn sich Soapstars, Rockidole und Sportlegenden im Ring von MTV gegenüberstehen, tobt normalerweise das Publikum. Im Konsolenabklatsch der Knietgummitrick-Serie wirken die Zuschauer eher komatös. Das ist auch kein Wunder, denn die Imitate von Shannon Doherty, Marilyn Manson oder Dennis Rodman lassen nahezu identische Moves vom Stapel. Freigespielt hat man die ganze Promi-Bande nach spätestens einer Stunde und danach taucht der Titel eigentlich nur noch für maue Mehrspieler-Matches. Finger weg! You're no match for me. Die Helden aus Dragon Ball Z verstehen sich da besser auf die Inszenierung dramatischer Schaukämpfe. Im neuen Cell-Shading-Outfit sehen die virtuellen Anime-Stars ihren Vorlagen noch ähnlicher als im Vorgänger. Statt Japanisch sprechen die Figuren jetzt deutsch untertiteltes Englisch und reisen im Story-Modus über eine neu entworfene Landkarte.
Spieler von Teil 1 werden mit der Steuerung sofort zurechtkommen und dürfen alte Speicherstände weiterverwenden. Serienfans kommen sicher auf ihre Kosten. Wer ein taktisch geprägtes Prügelspiel sucht, sollte jedoch die Finger von Budokai 2 lassen. Mehr Tiefgang bietet Bloody Roar 4. In dem Beat'em'up von Konami stehen ihnen zahlreiche coole Kämpfer zur Auswahl, die sich im Ring in schlagkräftige Tiere verwandeln können. Wolf, Löwe oder Fledermaus greifen auf effektreiche Special Moves zurück, die allerdings recht schwierig zu erlernen sind. Mit den richtigen Tritten hat man übrigens die Möglichkeit, die Arenenbegrenzung zu zerstören und auf einer anderen Ebene weiterzukämpfen. Ich will nicht andeuten, dass es hier zu einer Schlägerei kommen kann. Ich will Ihnen versprechen, dass es eine Schlägerei gibt. Wer keine Lust hat, sich mit schlagkräftigen Raubtieren anzulegen, kann auch einfach auf seinen Caddy einprügeln. In Outlaw Golf füllt das jedenfalls die Motivationskurve. Auch sonst hat das TDK-Spiel witzige Ideen und super schräge Charaktere auf Lager. Mit dem spielerischen Tiefgang ist es dagegen nicht weit her und die Computergegner sind fast schon zu gut. Dieses Problem können sie allerdings umgehen, indem sie sich mit drei Freunden vor die Konsole setzen. Selbst packende Mehrspieler-Matches können Perfect Ace von Kellers nicht retten. Dafür ist die Tennissimulation einfach zu unrealistisch. Zur miesen Spielbarkeit und Ballphysik gesellen sich eine mäßige Technik und ein grauenhafter Sound. Wenn Sie sich dennoch an den Titel wagen, werden Sie zumindest lang genug beschäftigt sein. Der Umfang von Perfect Ace kann sich nämlich durchaus sehen lassen, auch wenn die Plätze und Spieler nicht lizenziert sind. Nischensport hat's schwer. Und das nicht nur im realen Leben, sondern auch in der Spielewelt. Mit RTL Skispringen bringt THQ pünktlich zum Saisonstart eine authentische Simulation des Sports auf den Markt. Aufgrund des recht unspektakulären Spielverlaufs kann man das Game allerdings nur echten Fans ans Herz legen. Im erweiterten Karrieremodus dürfen Hobbyspringer mit ihrem eigenen Sportler antreten und Ausrüstungsgegenstände freispielen. Die Steuerung ist simpel, die Kommentatoren wirken allerdings eher unmotiviert. Ganz ordentlich abgehoben da vom Schanzentisch. Eine wesentlich größere Fangemeinde haben die Sega-Sportspiele, die die Konkurrenz in puncto Realismus fast jedes Jahr im Regen stehen lassen. Das neue ESPN NBA Basketball ist da keine Ausnahme. Die Spieleanimationen sind sehr authentisch und das Gameplay ist simulationslastig. Massen an Originalspielzügen und der neue 24/7-Modus machen das Spiel zu einem Muss für alle Hardcore-Fans. Nur in Sachen Grafik und Präsentation hat EA's NBA Live 2004 die Nase vorn. Er scheint verletzt zu sein und sollte den Ball abgeben. Gute Fußballmanager muss man auf der Konsole eigentlich mit der Lupe suchen. Zum Glück gibt's da noch Electronic Arts. Der Hersteller hat sein Fußball-Know-how jetzt in eine richtig gute Manager-Simulation gesteckt. In dem Titel müssen Sie nicht nur Geld beschaffen, verwalten und investieren, sondern auch die beste Taktik und das effektivste Training für Ihr Team festlegen. Dank der tollen KI haben alle Entscheidungen realistischen Einfluss auf die Spielweise ihrer Mannschaft. Zudem begeistert die Simulation mit der Möglichkeit, die Spiele selbst per Fusion-Feature und FIFA 2004 austragen zu können. Wenn Sie dies nicht tun, wird der Spielablauf in hässlicher 3D-Grafik präsentiert. Leider fehlt in der PS2-Umsetzung der interaktive Textmodus der PC-Vorlage. Außerdem nerven die unglaublich langen Ladezeiten. Mit Dancing Stage Fever bringt Konami in diesem Jahr schon das zweite Tanzspiel für die PlayStation 2 heraus, wobei Spielmodi und Optik 1:1 aus dem Vorgänger übernommen wurden. Neu sind lediglich einige Lizenzsongs und Musikvideos, zu denen man im richtigen Moment die vorgegebenen Tastaturkombinationen drücken muss.
Allerdings haben die Entwickler auch Lieder aus dem Vorgänger Megamix übernommen, die Dancing Stage-Fans bereits in- und auswendig kennen dürften. Zu zweit ist der Titel dennoch spaßig. Musikalisch geht's auch beim ersten iToy-Zusatzspiel zu. Sony hat den Titel Beat Freak aus der ersten Spielesammlung um 2 Schaltflächen und 20 lizenzierte Songs erweitert, das Spielprinzip aber größtenteils beibehalten. Im Rhythmus der Musik fliegen Symbole von der Mitte des Bildschirms auf Schaltflächen am Rand zu. Wenn Sie diese zur richtigen Zeit berühren, bekommen Sie Punkte gutgeschrieben. Für Langzeitmotivation sorgt statt Editor und Musikvideos wohl eher der witzige Mehrspielermodus. Den hohen Preis von 50 Euro rechtfertigt das aber kaum. Bürger von Rom, treue Untertanen! Zum Jahrestag meiner Thronbesteigung werden wir dieses großartige Ereignis mit der Gründung meiner eigenen Stadt krönen. Aruntium. Im Actionspiel Gladiator Schwert der Rache ist es ihre Aufgabe, dem verrückten Kaiser Aruntius das Handwerk zu legen. Der Tyrann plant, Rom zu verbrennen und in seiner Asche die neue Stadt Aruntium zu errichten. Zudem hat sich ihr Feind mit den bösen Göttern Phobos und Deimos verbündet. Wir erklären Ihnen, wie Sie dieser mächtigen Kreaturen Herr werden. Im Kampf gegen Phobos müssen Sie die Erholungsphasen des Gegners nutzen, um Ihren Blutbalken aufzuladen. Sobald der Balken voll ist, müssen Sie warten, bis Ihr Feind wieder in der Erholungsphase und somit verwundbar ist und dann die Götterkraft aktivieren. Jetzt verpassen Sie ihm einen vernichtenden Schlag. Der zweite schwere Treffer erschüttert den Raum so stark, dass die Glaskuppel zu Bruch geht. Wenn Sie später ein zweites Mal auf Phobos treffen, sollten Sie mit der Götterkraft zunächst die Säulen zertrümmern, die auf dem Kampfplatz stehen. Bleiben Sie dann in der Nähe des Lichtkegels und weichen Sie den Angriffen von Phobos aus. Sobald der Gott neue Kraft tanken muss, schleudern Sie den Kerl mit einem gezielten Schlag in das Licht. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Ihr Feind die Flucht ergreift. Wenn Sie gegen Deimos antreten, müssen Sie Ihren Blutbalken so lange an den feindlichen Gladiatoren füllen, bis Sie die blaue Götterkraft auslösen können. Dann schlagen Sie Ihre Waffen gegen das Podest, das in der Mitte des Raumes steht. Während die Göttin ihre Kräfte regeneriert, sollten Sie sie in das Licht stoßen. Wenn Sie dies zweimal getan haben, ist der Kampf zwar vorbei, Deimos ist aber noch längst nicht besiegt. Beim zweiten Aufeinandertreffen läuft das Gefecht sehr ähnlich wie beim ersten ab. In dem Raum finden Sie 3 Podeste, die Sie mit der gelben Götterkraft aktivieren müssen. Dabei kommt es auf Schnelligkeit an. Wenn Sie die Zieleinrastung deaktivieren, können Sie 2 Podeste einschalten, solange die Göttermagie wirkt. Danach schubsen Sie die Dämonendame in den Lichtschein, um sie zu verletzen. Nachdem Sie Phobos im finalen Kampf 2-mal verwundet haben, erhält er Hilfe von der unverbesserlichen Deimos. Diese ruft Gladiatoren und Skelette herbei, an denen Sie den Blutbalken aufladen müssen. Wappne dich mit der Lebenskraft Roms, Tax. Sie hilft dir im Entscheidungskampf. Wenn Sie den gelben Balken komplett gefüllt haben, sollten Sie zu der kleinen Statue eilen, die Götterkraft aktivieren und auf die Statue einschlagen. Nach der Zwischensequenz haben Sie den Segen der Götter, mit dem Sie alle kleinen Gegner ohne Probleme erledigen können. Sobald sich Phobos in seiner Erholungsphase befindet, schleudern Sie den wehrlosen Kerl auf seine Gehilfin, um beiden zu schaden.
wiederholen sie den Vorgang noch ein weiteres Mal, damit sie den Kampf gewinnen und Rom befreien. Roma Victor! Ein Endzeitszenario eignet sich A für ein apokalyptisches Barbecue, B für einen Neuanfang oder C als Schauplatz für ein erfolgreiches Hack and Slay. Im Fall von Fallout wurde sogar eine sehr erfolgreiche PC-Spieleserie daraus, die 2004 mit Brotherhood of Steel erstmals auch auf den Konsolen erscheint. In dem Avalon-Titel steuern sie ihren Charakter durch düstere Umgebungen und metzeln sich im besten Dark Alliance-Stil durch wahre Gegnerhorden. Anders als in dem Vorbild können sie zwar nicht auf Magie, dafür aber auf moderne Waffen wie Granaten oder Laserkanonen zurückgreifen. Zudem führen sie drei Waffen griffbereit mit sich und haben die Möglichkeit, während des Kampfgeschehens beliebig zwischen diesen zu wechseln. The Raiders will never leave us alone now. What do we do? Die Aufgaben kommen einem ebenfalls bekannt vor. Da gilt es beispielsweise, die Einwohner einer Stadt vor plündernden Banditen zu schützen. Auf der nächsten DVD liefern wir einen umfangreichen Test der deutschen Version nach. Auch in diesem Monat holt Leon für uns die Peitsche aus dem Schrank und pflügt sich wie ein miesgelaunter Landwirt durch die Saat des Bösen. In Konamis Neuauflage der kultigen Castlevania-Reihe muss sich der adlige Held gegen die Schergen Graf Draculas zur Wehr setzen. Das neueste Videomaterial des Action-Hits zeigt, dass diese schon mal so groß wie ein Einfamilienhaus sein können. Wenn es gegen Beil- und Morgenstern schwingende Riesen geht, kommt der Verteidigung im Gegensatz zu den häufigen Zombie-Metzeleien größere Bedeutung zu. Fingerspitzengefühl und Geduld erfordern dagegen die zahlreichen Geschicklichkeitspassagen, bei denen sie Abgründe überwinden oder Fallen ausweichen müssen. Grafik und Sound sind dabei jederzeit erstklassig. Es war einmal ein Zauberer, der schuf sich eine Meute Goblins, auf dass sie ihm eine mächtige Maschine bauen sollten. Eines Tages verschwand der Zauberer und ward nicht mehr gesehen. Daraufhin gerieten die fünf Goblin-Clans in Panik und verzettelten sich in einem Bürgerkrieg. Jetzt liegt es an ihnen, das zerrüttete Volk wieder zu vereinen. Als Kommandant über bis zu drei Clans erobern sie in Goblin Commander fantastische Landstriche und heizen ihren Gegnern mit magischen und nicht magischen Waffen ein. Jeder Clan vermag individuelle Gebäude und Fahrzeuge zu bauen und führt spezielle Einheiten in den Kampf. An dem Echtzeit-Strategietitel werkeln unter anderem Schöpfer von PC-Legenden wie Diablo und StarCraft. Man darf gespannt sein, ob das Vorhaben glückt, Aktionsvielfalt und Übersicht in einer konsolenfreundlichen Bedienung zu vereinen. Bisher wirken die Goblin-Schlachten jedenfalls noch leicht chaotisch. He's in chamber one! Get to cover now! Ein Ereignis, um das sich die Redakteure sprichwörtlich schlugen. Drei Monate vor seinem verzögerten Deutschlandauftritt stattete uns Agent 007 im Rahmen einer Pressetour einen Besuch in Nürnberg ab. Mit brandneuen Spielszenen und Levels zum Antesten im Schlepptau, die wir Ihnen hier erstmals vorführen dürfen. So konnten wir Bond zum Beispiel beobachten, wie er in einem flimmernden Tarnanzug auf Pirsch ging und eine Roboterspinne auf seine Gegner losließ. Und das alles in brillanter Optik. Sieht aus, als wäre für EA alles unter einer Hitwertung schlichtweg indiskutabel. Zum ursprünglich angepeilten Termin sah der Titel nach einer 85%-Wertung aus. Wir waren jedoch sicher, dass wir ihn noch auf 90-95% trimmen könnten und bekamen dafür weitere 90 Tage Zeit.
Die letzte Feinschliffphase war für uns unheimlich anstrengend, aber auf das Ergebnis dieser Mühen sind wir alle sehr stolz. Zwar reicht die zusätzliche Zeit nicht mehr aus, um den kurzfristig für die US-Version entwickelten Online-Modus für den europäischen Markt anzupassen, doch auch die Offline-Variante verspricht hochkarätige Unterhaltung für Einzel- und Mehrspieler. Um perfektes Bond-Flair zu erzeugen, engagierte EA gleich eine ganze Reihe von Hollywood-Stars für Haupt- und Gastrollen. So darf sich Pierce Brosnan zum Beispiel erstmals mit dem Hünenbeißer aus Moonraker anlegen. Den Oberschurken wollte eigentlich Christopher Walken spielen. Er war begeistert von der Idee, aber es klappte zeitlich nicht. William Dafoe war gerade frei und er verkörperte seine Rolle grandios. Was er sich von uns wünschte, war ein richtig cooler Bildschirmtod. Heidi Klum wiederum hat auf besonders schicke Kostüme bestanden. Und Shannon Elizabeth sorgte sich in erster Linie um ihre Frisur. Pierce Brosnan interessierte sich weniger für Äußerlichkeiten als für Bonds Charakter und Vorgehensweisen. Er wollte sichergehen, dass die Story eines Bond-Filmes würdig ist. Ich glaube, Bonds Figur liegt ihm sehr am Herzen. James Bond soll schließlich auch als Videospielheld nicht zu einem Terminator-Klon verkommen. Klar darf der Spion auch mal zur Schusswaffe greifen, doch der Spielablauf ermutigt zum Ausprobieren subtilerer Tricks. Eine Auswahl alter und neuer Gadgets eröffnet dem Helden ungeahnte Fortbewegungsmöglichkeiten. Und im Rahmen des neuen Nahkampfsystems kann Bond herumliegende Gegenstände greifen und als Schlagwaffen benutzen. Ja, Pierce Brosnan gibt wirklich einen smarten Agenten 007 ab. Aber wieso nutzt EA die teure Lizenz eigentlich nicht auch, um die Storys der alten Bond-Klassiker zu versoften? Man müsste sowohl die Fans der alten Filme zufriedenstellen, als auch neuartige Spielelemente einbauen. Das wäre wahnsinnig schwierig. Außerdem ist es auch unheimlich reizvoll, innerhalb des Bond-Universums neue Geschichten und Charaktere zu erschaffen. Das stimmt natürlich. Aber wenn schon die Geschichten frei erfunden sind, wieso ist der Spieler dann auf Pierce Brosnans Aussehen beschränkt? Wäre es nicht möglich, auch Roger Moore oder Sean Connery im Menü anzubieten? Das wäre viel zu teuer. Jeden einzelnen Bond-Darsteller zu modellieren, daran will ich gar nicht denken. Auch eine Big-Budget-Spielproduktion hat also ihre Grenzen. Andererseits kann man Bond in einem Action-Adventure auch vieles zumuten, was in einem Realfilm gar nicht machbar wäre. Wir können Schauplätze darstellen, die man in Wirklichkeit nie bauen oder abfilmen könnte. Und wenn keine Schauspieler in den Fahrzeugen sitzen, kann man viel coolere Stunts inszenieren. Natürlich ist auch die Kamera viel beweglicher. In the same way, that's one thing. Another thing, we have a lot more freedom with the camera. Da kann man seinen Helden auch mal eben ein paar Motorräder verschleißen lassen oder ihm das Steuer eines Hubschraubers in die Hand drücken. Exotische Fahr- und Flugzeuge sind schließlich eine Leidenschaft von 007. Das Großartige an Bond-Spielen ist, dass man alles auf einmal haben kann. Neue Geschichten, Figuren und Darsteller. Und zugleich einen beliebten Helden, den jeder kennt. Das ist für die Spieler und für die Hersteller eine tolle Sache. Both for the audience and for a company like Electronic Arts. We've got an intruder! EA Games. Challenge. In a world filled with menace, where nothing is as it seems,
There's always one man, one name you can count on. December 7th, 1941, 10 in the morning. The United States suffers one of history's most devastating surprise attacks. With 2,403 dead and her once invincible Navy decimated, America is forced to join the conflict already raging in Europe and Asia. Einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der Vereinigten Staaten dient als Ausgangspunkt für EAs diesjährigen Ableger der erfolgreichen Medal of Honor-Serie. Der Angriff der Japaner auf die US-Flotte in Pearl Harbor. Während der ersten Missionen im Ego-Shooter Rising Sun dürfen sie in der Haut des Soldaten Joe Griffin alles Menschenmögliche tun, um die amerikanischen Schiffe zu verteidigen, falls sie angesichts dieser bombastischen Präsentation überhaupt den Mund zukriegen. In den folgenden Levels durchstreifen sie beim Kampf gegen die Japaner die Originalkriegsschauplätze der Pazifikregion. Wie im Vorgänger Frontline haben die Entwickler Uniformen, Waffen und Szenarien äußerst authentisch umgesetzt. Wir bereiten uns sehr genau auf jedes Medal of Honor Spiel vor. Schon seit den Anfängen haben wir eine riesige Bibliothek mit Büchern, Videos, Zeitschriften, Bildern und Veteraneninterviews. Es ist so viel, man kann es gar nicht aufzählen. 468094. Wie viele Maschinen sind noch intakt? In den Missionen gilt es unter anderem, wichtige Stützpunkte einzunehmen, feindliche Geheimtreffen zu infiltrieren und Kriegsgefangene zu befreien. Neben Schrotflinte, Granaten und Scharfschützengewehr wehren sie sich auch mit Panzerfaust und fest installierten Maschinengewehren gegen die zahlreichen Angreifer. Der Spielverlauf ist dabei ähnlich linear wie in Frontline. Oder doch nicht? Wir sind der Überzeugung, dass Frontline wesentlich linearer ist als das neue Rising Sun. Die Möglichkeiten sind aber leider immer noch nicht so groß, wie das ursprünglich geplant war. Uns ist aufgefallen, dass sich Spieler in größeren Levels leicht verlaufen. Daher wollten wir ihnen immer eine Richtung vorgeben. Man soll die Levels beenden können, ohne frustriert zu werden und ohne ein und denselben Weg immer und immer wieder ablaufen zu müssen. Im Endeffekt ist dennoch nicht das Rising Sun herausgekommen, das sich die Entwickler vorgestellt hatten. Es sollte ursprünglich viele gescriptete Ereignisse geben, deren Ablauf man aktiv beeinflussen kann. Ein Beispiel dafür sind die japanischen Soldaten, die einen Eingeborenen bedrohen und vom Spieler aufgehalten werden müssen.
In der finalen Version sind solche spannenden Szenen aber eher Mangelware. Wir konnten leider vieles nicht umsetzen. Gescriptete Ereignisse einzubauen und entsprechend zu animieren, kostet sehr viel Zeit. Und dann hat man immer das Problem, dass man ja nicht weiß, wie sich der Spieler verhalten wird. Wir haben uns gefragt, was ist, wenn er es so tut, oder was ist, wenn er etwas gar nicht tut? Diese vielen Gameplay-Möglichkeiten kann man schlecht einkalkulieren und deswegen mussten wir viele Situationen abändern, um größere Fehler zu vermeiden und die Spielbarkeit zu garantieren. Eingeschränkt wird die Spielbarkeit nur durch teils starke Ruckler, die hin und wieder das Zielen erschweren. Dies wundert einen vor allem in den Missionen nach dem effektreichen Angriff auf Pearl Harbor. Die folgenden Levels sind nämlich recht unspektakulär und enttäuschen durch matschige Texturen. Ähnlich enttäuschend ist das Verhalten der Computergegner, die sich stellenweise so dumm anstellen, dass sich das sogar negativ auf die an sich großartige Atmosphäre auswirkt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler diese Probleme im nächsten Medal of Honor in den Griff bekommen. Im neuesten Teil werden sie den Bruder des Hauptcharakters steuern, der im Laufe des Spiels von Joe getrennt wird und andere Missionen zu bestehen hat. For the next Medal of Honor, mit dem kommenden Medal of Honor wollen wir den Spieler näher an das Schicksal der Soldaten heranbringen. Er soll erleben, was die Soldaten durchmachen müssen. Closer into the actual fighting soldiers and what that experience is like. The setting will still be in the Pacific. Der nächste Teil wird auch im Pazifik spielen, aber komplett neue Landschaften bieten. Natürlich abgesehen von den Levels, in denen die beiden Hauptcharaktere gleichzeitig zu sehen sind. Um dem Spieler die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, hat EA Rising Sun mit motivierenden Mehrspieler-Modi ausgestattet. Neben dem Vierspieler-Splitscreen kann man sein Glück auch im Kooperationsmodus versuchen, bei dem man sich mit einem Freund durch die komplette Geschichte des Ego-Shooters kämpfen darf. Jubel, Trubel, Heiterkeit bei Sony Online im kalifornischen San Diego. Wir sind gerade rechtzeitig gekommen, um die Beta-Phase eines appetitlichen neuen Action-Rollenspiels zu erleben. Helden sind auch nur Menschen. Was tun, wenn man sich nicht zurecht zum Bosskampf in die Kammer der Ameisenkönigin traut? Ganz einfach. Händchen halten mit schlagkräftigen Mitstreitern. Champions of Norris können sie alleine oder zu zweit bewältigen. Per Multitap stürzen sich sogar bis zu 4 Spieler gleichzeitig in die Schlacht. Mit einer onlinefähigen PS2 können Sie obendrein im Internet auf Partnersuche gehen. Ein gebührenfreier Vermittlungsdienst bringt Spieler aus aller Welt zusammen, um den Monstermassen eins zu verpassen. 5 grundverschiedene Spielfiguren stehen anfangs zur Wahl: Schattenritter, Zauberer, Kleriker, Waldläufer und Krieger. Jede Berufsklasse verspricht ein völlig anderes Spielerlebnis. Produzent Rob Hill verrät uns, mit welchem Helden er am liebsten ins Abenteuer zieht. Meine Lieblingsklasse ist der Waldläufer, denn er beherrscht mit den Bögen eine Fernwaffe und kann sich auch in den Nahkampf stürzen, wenn es sein muss. Aber wer zum ersten Mal spielt, ist mit einer Klasse wie dem Barbarenkrieger wahrscheinlich besser beraten. Er hält viel aus, ist extrem stark, richtet bei den Monstern viel Schaden an und es ist ziemlich klar, was du mit ihm machen wirst. Ins Schlachtgetümmel rennen und alles umhauen. Eine der anspruchsvolleren Klassen ist dagegen der Zauberer. Hier musst du lernen, welche Elementarmagie am besten gegen welche Monster eingesetzt wird, wann man sich besser aus dem Nahkampf raushält und wann es sicher ist, anzugreifen. Die Story ist in der gleichen Spielwelt angesiedelt wie das Online-Rollenspiel EverQuest und bietet ein Wiedersehen mit einigen vertrauten Charakteren. Vorkenntnisse oder eine Internetverbindung sind aber nicht erforderlich, um bei Champions of Norris einzusteigen. In der Auftaktmission vermöbeln sie einige windige Kobolde und werden schnell mit der einfachen Bedienung warm. Es dauert aber nicht lange, bis man sich mit größeren Kalibern anlegt. Die spielerische Mischung aus unkompliziertem Actiongeprügel und gehaltvollem Rollenspielunterbau kommt einem angenehm vertraut vor.
Kein Wunder, denn hinter Champions of Norrath steckt Snowblind, das Entwicklungsteam von Baldur's Gate Dark Alliance. In den Kämpfen setzen sie magische Waffen, Zaubersprüche und erlernte Spezialfähigkeiten ein. Erst denken, dann kloppen, rät zumindest Rob Hill. Jedes Monster im Spiel ist gegen verschiedene Schadensarten mehr oder weniger anfällig oder resistent. Wir haben auch Elemente, welche die Monster einsetzen. Zum Beispiel benutzt ein Gegner ein Blitzschwert oder verwendet einen Eiszauber. Du musst entscheiden, was du am besten trägst und als Waffe einsetzt. Es ist einfacher, die Gegner zu besiegen, wenn du auf deine Ausrüstung achtest. Ein hoher Wiederspielwert hat beim fröhlichen Fantasy-Getümmel höchste Priorität. Pro Charakter können sie sich dreimal durch die Handlung kämpfen. Damit's dabei nicht langweilig wird, erklimmt ihr Held immer höhere Levels, findet bessere Ausrüstung und wandert durch zufällig zusammengesetzte Dungeons. Dabei lernen sie nie aus. Fleißige Monsterdezimierung wird ihnen mit Talentpunkten gedankt. Damit bringen sie ihrem Helden neue Fähigkeiten bei oder verstärken bereits gelernte Skills. Sie werden auch viel Zeit damit verbringen, lustvoll im Inventar zu wühlen, um die Ausrüstung zu optimieren. Die Hatz nach immer besseren Fundsachen ist laut Rob Hill eine der wesentlichen Motivationstriebfedern. Our game is very item-driven. You're always looking for the next. Du hältst immer Ausschau nach dem nächsten hübschen Ausrüstungsgegenstand, der ein klein wenig besser ist als das, was du gerade hast. Bei jedem Durchspielen kannst du dank zufälliger Item-Generierung andere Itemtypen erbeuten, also wirst du konstant bessere Dinge kriegen. Mit dem Skill-System ist es ähnlich. Es hat über 15 Fähigkeiten pro Charakter und erlaubt dir, bis zu 20 Punkte in jede dieser Fertigkeiten zu stecken. Weil sie sich dadurch dramatisch ändern, bist du immer motiviert, neue Punkte zu investieren, während du dich den Skill-Tree entlang arbeitest. Sie können ihre Helden übrigens beliebig zwischen Solo-Partien und Mehrspieler-Sessions hin und her schieben, inklusive Ausrüstung und Fähigkeiten. Oder man exportiert seinen Lieblingscharakter auf Memory Card, um ihn zum Auswärtsspielen bei einem Kumpel mitzunehmen. Wer Rollenspiele im Stil von Diablo oder Dark Alliance mag, dürfte auch bei Champions of Norrath zahlreiche Hochspannungsmomente erleben. Die Kombination aus feste Druff-Action, komplexem Charakteraufbau und winterschlussverkaufsmäßigem Ausrüstungsrausch spielt sich schon jetzt wie geschmiert. Ritter, Monster und Dämonen, Knights of the Temple lässt sie in ein spannendes Fantasy-Abenteuer im mittelalterlichen Europa abtauchen. Wir haben den Entwickler Starbreeze im schwedischen Uppsala besucht, um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen. The story is about a young Templar knight called Paul. Es geht um einen jungen Tempelritter namens Paul. Er hat die Aufgabe, das Mädchen Adele zu retten, das von einem abtrünnigen Bischof gefangen wurde und für seinen teuflischen Plan benutzt werden soll. Evil purposes. Pauls Auftrag führt ihn quer durch Europa und den Nahen Osten bis in die Tiefen der Hölle. Dabei zeichnen sich alle Level und Szenarien durch glaubhafte und passende Aufmachung aus. We have Northern Italy. Es gibt unter anderem ein norditalienisches Kloster, Jerusalem, eine Hafenstadt namens Akko, sowie das in Felsen gehauene Petra und die Höllenlevel. Der Schwerpunkt des Spiels liegt eindeutig auf harten Duellen im Hack-and-Slay-Stil. Allerdings besteht der Titel nicht ausschließlich aus Action. Bei einem typischen Puzzle gilt es, Symbole an einer Wand oder auf dem Boden in die richtige Reihenfolge oder Position zu bringen. Ah!
Außerdem orientieren sich die Kämpfe anders als beispielsweise in Gladiator eher an Prügelspielen. Jeder Gegner stellt eine Herausforderung dar. Echtes Kanonenfutter gibt es nur äußerst selten. Neben dem Schwert zählen auch andere mittelalterliche Waffen zu Pauls Handwerkszeug, etwa Äxte oder Morgensterne. Im späteren Spielverlauf kommen noch magische Kräfte dazu, die vom Heilzauber über einen Schild bis zum Erdbeben reichen. Um Kämpfe möglichst spektakulär und glaubwürdig aussehen zu lassen, legen die Entwickler großen Wert auf hochwertige Animationen. Das Team von professionellen Bühnenkämpfern wurde eigens angeheuert und findet in der für rund 1,2 Millionen Euro sanierten und zum Motion Capturing Studio umgebauten Kirche beste Voraussetzungen. Unter der Leitung des unter anderem an Matrix Revolutions beteiligten Stage Directors John Klepper arbeiten hier Animateure und Schauspieler Hand in Hand. Das Ergebnis ist vielversprechend. Zur authentisch mittelalterlichen Atmosphäre trägt auch der orchestrale Soundtrack von Starbreeze-Musiker Gustav Grefberg bei. Ich arbeite im Moment am Titelsong von Knights of the Temple. So the song is consists of building blocks. Das Stück wird aus einzelnen Blöcken zusammengesetzt, von denen wiederum jeder aus Noten besteht. Hier kann ich die Noten und alle zugehörigen Werte beliebig verändern. Zurzeit ist das Team noch mit der Behebung von Bugs und dem Ausarbeiten neuer Level, Gegner und Features beschäftigt. An dem angekündigten Release im März 2004 wird allerdings nach wie vor festgehalten. Ein schlechter Tag. Im Weltraum bekommt dieser Ausdruck eine ganz neue Dimension. Meek Case, ein junger Feuerkrieger aus dem Tau-Volk, erlebt gerade den schlimmsten Tag seines Lebens. Er ist auf dem Weg zu seiner Feuerprüfung, eine Art Reifeprüfung. Das ist ein feierliches Ritual, findet aber mitten in der Schlacht statt. Sie landen auf einem Planeten, um ihren entführten Lehrer zu finden. Es gelingt ihnen, ihn aufs Schiff zurückzubringen, doch dann wird ihr Schiff angegriffen. Die Geschichte dauert 24 Stunden. Man begleitet Case durch einen einzigen langen Höllentag. Case lebt in einer grausamen, gefährlichen Welt. Sein Überleben hängt von ihren Reaktionen ab. Fire Warrior ist ein schneller Ego-Shooter. Es gibt actionreiche Kämpfe, aber auch Schleichabschnitte. Was Fire Warrior von anderen Spielen abhebt, ist das Szenario. Das Warhammer 40.000-Universum ist einfach einzigartig. Entworfen wurde diese Welt von Games Workshop, einem bekannten Hersteller von Fantasy-Brettspielen. Games Workshop ist der weltgrößte Hersteller für Strategiebrettspiele. Bei solchen Tabletop-Spielen sammelt man Teile, bemalt sie und spielt damit. Man stellt zum Beispiel eine Armee aus Weltraumsoldaten zusammen und gestaltet ihr Aussehen. And then you'll paint them yourself. So it's really an all-encompassing hobby. With its headquarters in Nottingham, England. Von Nottingham aus werden jährlich 100 Millionen Miniaturen in über 50 Länder geliefert und verkauft. Unsere Miniaturen sind sehr detaillierte, fein gearbeitete Figuren. Wir nehmen die Arbeit sehr ernst. Das ist enorm wichtig, wenn wir die Käufer zufriedenstellen und unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden wollen. Hier werden die Produkte hergestellt. Es ist die weltweit größte Fabrik dieser Art. Und hier werden Figuren aus Metall gegossen.
Hier gibt es alles rund um die Warhammer-Welt zu kaufen. Und wie lebt es sich im Warhammer-Universum? Warhammer spielt in einer fernen Zukunft, wie der Name schon sagt, im 41. Jahrtausend. Es zeichnet eine düstere Zukunftsvision der Menschheit. Man hat die Galaxis erforscht und viele neue Rassen entdeckt. Wir befinden uns in einer vom Krieg geplagten, dunklen, verzweifelten Zeit. Wir fügen ständig neue Rassen hinzu, zum Beispiel die Tau-Rasse aus Fire Warrior. My Lord, we must tread carefully. These humans wish to eradicate our race. Eine Zeile beschreibt das Warhammer-Universum sehr treffend. In der grimmigen Dunkelheit dieser fernen Zukunft gibt es nur eins: Krieg. Sowohl Games Workshop als auch THQ waren sich der Schwierigkeit bewusst, diese Atmosphäre in ein Videospiel zu übertragen. Sie machten sich auf die Suche nach passenden Entwicklern. They began their search for a developer with the right ideas. Dezember 2001 erfuhr Kuju von Games Workshops und THQ's Warhammer-Projekt. Ich glaube, THQ hatte Angebote von etwa 40 Entwicklern aus aller Welt. Dann tauchte Kuju mit einer Idee für Fire Warrior auf. Das gefiel uns. Die Tau sind die neueste Rasse im Warhammer-Universum. Sie lernen das Imperium der Menschen gerade erst kennen. Ihr Volk ist erst etwa 2000 Jahre alt, aber technisch weit entwickelt. Und sie streben nach dem Guten. Ein schlechter Tag. Im Weltraum bekommt dieser Ausdruck eine ganz neue. Ein schlechter Tag. Im Weltraum bekommt dieser Ausdruck eine ganz neue Dimension. Meek Case, ein junger Feuerkrieger aus dem Tau-Volk, erlebt gerade den schlimmsten Tag seines Lebens. Er ist auf dem Weg zu seiner Feuerprüfung, eine Art Reifeprüfung. Das ist ein feierliches Ritual, findet aber mitten in der Schlacht statt. Sie landen auf einem Planeten, um ihren entführten Lehrer zu finden. Es gelingt ihnen, ihn aufs Schiff zurückzubringen, doch dann wird ihr Schiff angegriffen. Die Geschichte dauert 24 Stunden. Man begleitet Case durch einen einzigen langen Höllentag. Case lebt in einer grausamen, gefährlichen Welt. Sein Überleben hängt von ihren Reaktionen ab. Fire Warrior ist ein schneller Ego-Shooter. Es gibt actionreiche Kämpfe, aber auch Schleichabschnitte. Was Fire Warrior von anderen Spielen abhebt, ist das Szenario. Das Warhammer 40.000-Universum ist einfach einzigartig. Entworfen wurde diese Welt von Games Workshop, einem bekannten Hersteller von Fantasy-Brettspielen. Games Workshop ist der weltgrößte Hersteller für Strategiebrettspiele. Bei solchen Tabletop-Spielen sammelt man Teile, bemalt sie und spielt damit. Man stellt zum Beispiel eine Armee aus Weltraumsoldaten zusammen und gestaltet ihr Aussehen. With its headquarters in Nottingham, England. Von Nottingham aus werden jährlich 100 Millionen Miniaturen in über 50 Länder geliefert und verkauft. Unsere Miniaturen sind sehr detaillierte, fein gearbeitete Figuren. Wir nehmen die Arbeit sehr ernst. Das ist enorm wichtig, wenn wir die Käufer zufriedenstellen und unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden wollen. Hier werden die Produkte hergestellt. Es ist die weltweit größte Fabrik dieser Art. Und hier werden Figuren aus Metall gegossen. Hier gibt es alles rund um die Warhammer-Welt zu kaufen.
They call it the City of Angels. Funny, in my 30 years here, I haven't seen a single one. What happened to Henry was a true crime. And if there's one man who deserves to find out the truth, it's his son. This is his story. Nick Kang is a character, is an ex-cop who's known. Nick Kang ist ein Ex-Cop und bekannt für seine rauen Methoden. You picked the wrong party to crash, jackass. Here comes a lead enema. Nick's dad was a cop. Nicks Vater war Polizist. Wo er sich aufhält, weiß man nicht. Nick ist in Hongkong aufgewachsen. Als amerikanisch-chinesischer Mischling hatte er es da schwer. Jetzt ist er in L.A. Hier toleriert man zwar seine Herkunft, aber er musste hart um seine Unabhängigkeit kämpfen. Growing up as an orphan would screw with anybody's head. Come on, everyone's had it tough. So what? Nah, not like Nick. First, his mother died. She was a dear soul. Then, his father, Henry, got fingered in a drug trafficking scandal and simply disappeared. But Nick comes back from suspension. He's brought back. Nicks Suspendierung wird aufgehoben und er bekommt einen Job bei der EOD-Abteilung. Das ist eine Spezialeinheit, die sich mit den härtesten Fällen in der Stadt befasst. Im chinesischen Viertel von L.A. braut sich gerade etwas zusammen und Nick soll sich darum kümmern. And he's being brought back to take care of it. Nick entspricht dem typischen Actionfilmstar. Er ist der klassische, hartgesottene Cop. Step away from the barkeep. You have a death wish? I'm gonna make you scream like a cat in heat. Obviously. Er hält nicht viel von Vorschriften. Kein Wunder, dass er in Schwierigkeiten gerät. Selbst klare Anweisungen von oben missachtet er. Er schert sich nur um Ergebnisse. Seems that they had the spa under surveillance when you. When you poured your John Wayne stunt and blew it all to hell. We've been working on this for weeks, Ken. Sorry, sitting around stuffy vans eating donuts cramps my style. Nick is not. Nick ist kein klassischer Videospielheld. Einerseits ist er sehr ernst, aber gleichzeitig hat er eine lockere Art. Das macht ihn sympathisch. An jede Frau macht er sich ran. Er möchte Eindruck schinden, aber im Sekundenwechsel ballern und baggern. Das klappt nicht. Hey Rosie, say hello to the poster child against inbreeding, Jimmy Fu. And I suppose that would make you the poster child for anger management. He's not just a rogue. Er ist kein reiner Draufgänger-Typ. Er sorgt sich auch um seine Familie, seinen Bruder. He has his brother in the game. Like into retirement. Leave my brother out of this. Nick has. Nick liebt coole Spielsachen wie superschnelle Autos. Nick ist sportlich, fährt rasant und zieht in gefährlichen Situationen eine irre Show ab. So wäre man selbst gern. Sie sind klein, eigenwillig, pflegebedürftig und nuscheln in einer sonderbaren Sprache. Die Sims. Die PC-Spielerschaft haben diese künstlichen Intelligenzen schon lange fest in der Hand. Und nachdem ihr nachgeliefertes Konsolendebüt gute Verkaufserfolge feiern konnte, steigt die Fortsetzung jetzt gleich auf allen Systemen. Virginia MacArthur hat die Konsolenfassungen von Die Sims brechen aus mitproduziert. Sie kennt die Verhaltensweisen und Neigungen der launischen Spielfiguren in- und auswendig, weiß, wie man ihr Verlangen nach Nahrung, Sauberkeit, Spaß und zwischenmenschlichen Kontakten am besten befriedigt. Diesmal findet das Leben eines Sims allerdings nicht mehr nur in einem einzelnen virtuellen Puppenhaus statt. Mobilität ist Trumpf, heißt das aktuelle Motto.
My name is Virginia MacArthur, and I'm one of the producer for Sims Busting Out. And The Sims Busting Out this year is exactly Mit Ausbrechen ist der Ausbruch aus den eigenen vier Wänden gemeint. Viele Sims-Fans haben sich die Möglichkeit gewünscht, neue Orte zu besuchen. Jetzt kann man zum Beispiel ein Labor erforschen oder einen FKK-Park, wo gewisse Körperteile durch Pixel-Vierecke verdeckt werden. Es gibt ein Schickimicki-Viertel vor der LA Skyline und zwei Discos, wo man sich als DJ versuchen kann. LA in the background and two clubs, so you can actually go and become your own DJ. Dann wären da noch eine Sportanlage und ein heimgesuchtes Schloss, dessen ansässige Quälgeister exorziert werden wollen. Solche witzigen Nebenaufgaben erwarten den Spieler im Sim-Alltag jedoch eher selten. In erster Linie kümmert man sich um Essen, Kinder, Bekannte und Einrichtungen. Das Haushaltsmanagement ist diesmal jedoch nicht ganz so schwer in den Griff zu bekommen wie im Konsolenvorgänger. Diesmal kann man gleich von Anfang an eine Putzfrau engagieren. Man muss nicht mehr die ganze Zeit aufräumen, sondern kann ausgehen und die Hausarbeit der Putzfrau überlassen. All dieser Komfort verlangt natürlich nach Geld oder guten Beziehungen zu anderen wohlhabenden Sims. Sprich, ein Job muss her. Some of the new elements in Sims Busting Out is the ability to unlock vehicles. You'll have 10 vehicles. Neuerdings gibt es 10 Fahrzeuge, die man frei schalten und aufrüsten kann. Außerdem kann man zwischen 7 Berufslaufbahnen wählen. Man ist jedoch nicht auf seine erste Wahl beschränkt, sondern kann jederzeit einen neuen Job aus der Zeitung annehmen. So schaltet man neue Schauplätze frei. Jede Karriere führt einen nämlich an 5 spezielle Orte, die man besuchen oder sogar bewohnen kann. Das Endziel besteht darin, den Sim-Feind Stefan aus seiner Villa zu werfen und sie selbst zu beziehen. Ein bezogenes Haus darf man ganz nach Geschmack und Geldbeutelinhalt verschönern oder verschandeln. Die Auswahl an Tapeten, Einrichtungsgegenständen oder auch Sim-Outfits ist enorm. Die Grafik ist viel besser als im letzten Spiel. Außerdem gibt es 3 oder 4-mal so viele Optionen im Sim-Editor und 3 Freeplay-Areale. Im Zweispieler-Modus darf man jetzt seinen eigenen gespeicherten Sim per Memory Card in ein fremdes Spiel importieren. So kann man Objekte seines Mitspielers für sich freischalten. Instead of just randomly having a Sim show up, you can actually bring your Sim over. And when you do that, you can unlock for each other. Und was hat nun die PS2-Version des Spiels, was die anderen Versionen nicht haben? The PS2 this year, we actually have an online feature. Auf der PS2 gibt es sogenannte Online-Wochenenden. Im Chatroom kann man andere Spieler kennenlernen und herausfinden, welche Orte sie schon besucht haben. Kennt man diese Orte noch nicht, kann man 2 arbeitsfreie Sim-Tage in der Welt seines Online-Partners verbringen. Dort lassen sich Beziehungen und Fähigkeiten ausbauen. Außerdem darf man Gegenstände, die der Partner schon freigespielt hat, in seinem eigenen Kaufmenü freischalten. And you can trade unlocks with them. Prima. Schön wäre es, wenn die ganze Sache jetzt noch flüssig laufen würde. Aber wie es aussieht, muss man als Sim-Mentor auch in technischer Hinsicht strapazierfähige Geduldsfäden besitzen. Das Geschehen ruckelt nämlich noch ziemlich heftig, vor allem im Zweispieler-Modus. Wer sich daran nicht stört und eine Entschuldigung sucht, um das Chaos in seinem eigenen Zimmer noch ein paar Wochen den Rücken zuzukehren, der darf getrost in EAs Yuppie-Universum abtauchen. Dort macht man das Bett oder den Abwasch nämlich mit einem lässigen Daumenschnippen.
his cut. He was hasty. Fear not. Only one part of this matters to me. I don't even know if I remember all of it. But I remember how it started. Exactly. Because it almost drove me insane. Istanbul. Every time I close my eyes, I'm back there. Michael and Amy. Oh God, Amy. Then I wake up to nothing. Nothing but a need to know why my family had to die. Looking for answers, but uncovering a world of lies. And at its heart, Jacobson. I couldn't believe the man he described was my husband. Michael, an agent, an assassin for the government, for Phoenix. We all get what we want. Jacobson wanted me to work for him, to join Phoenix and use my military training to wage war on terrorism. I wanted a chance to avenge my family, and Jacobson promised to give it to me. I've been with Phoenix 2 years now. Waiting for that chance, getting stronger. Today, I find out if I'm strong enough. Silently and bloodlessly is a critical skill that you must master, Nick. This is Cody. Cody is our communications and electronic warfare expert. He'll be your point of contact with us when you're in the field. One bomb planted. Two to go. Target located. Omega-19 is our most persistent and dangerous terrorist threat, Nikki. They're a group of disaffected military officers from the old Soviet Union, with a dream of returning their homeland to its former glory. I'm in. Ah!
But now? Phoenix sent me to get you out. What's happening? We got jumped before we could learn much. But that bitch, the one asking the questions, Serena Demeter. You'll need to use your retina scanner on someone who has authorized access. I'll put money that this Serena woman is the key. Find her. Concentrate on hacking into the security system, Cody. Leave the real work to me. Wanna go out for a smoke? Nein! My doctor told me to quit! Yeah, why bother? Nobody lives forever. Not in this line of work, anyway. Go on! Get the hell out of here before they come back! I've lost too much to let someone else finish this, Cody. It's personal. It always was. Delta One, this is Cherokee. Shit! We can't take much more of this. This is Phoenix. What is your status? Over. Waiting for you assholes to extract me. Over.